Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 81. Eine kleine Aussprache. Das aktuelle Passwort für das Büro des Direktors war Pfefferkobold. Eine sehr einheizende Leckerei. Und nachdem die Statuen den Weg freigegeben hatten, folgte Harry dem Direktor die Wendeltreppe hinauf. Dort angekommen, grüßte Harry zunächst den sprechenden Hut, der oben auf dem Regal auf die heutige Zeremonie wartete und sich, wie er sagte, schon sehr darauf freute. »Willst du mein Lied hören, Harry? Sozusagen als Probe für heute Abend also?« Der Hut begann schon mit der ersten Zeile, da unterbrach Albus und sagte freundlich. »Na na, ich bin sicher, Harry möchte sich überraschen lassen.« »Aber das ist schon so lange her, Albus. Ich möchte eine Meinung einholen, ob ich es noch kann.« »Bitte«, entgegnete der Hut nörgelnd, doch Albus schüttelte den Kopf. In der Absicht, den Phönix Fawkes zu begrüßen, der immer auf einer Stange gleich rechts hinter Albus' Schreibtisch zu finden war, ging Harry einige Schritte auf den Tisch zu, doch die Stange war leer. »Albus, wo ist denn Fawkes?«, fragte Harry besorgt. Ein Phönix konnte zwar nicht sterben, aber möglicherweise war ihm etwas Schlimmeres widerfahren, befürchtete Harry. »Lass uns erst miteinander reden, Harry. Setz dich doch bitte. Ich darf dich doch weiterhin duzen, oder?« fragte Albus mit dem endlich zurückgekehrten Zwinkern in den strahlend blauen Augen, während er selbst hinter seinem Schreibtisch Platz nahm. »Ja, sicher«, versicherte Harry dem Schuldirektor freundlich, bevor er sich auf einem gemütlichen Sessel niederließ. »Einen Zitrone-Brause-Bonbon«, bot der Direktor an, doch Harry lehnte ab, während Albus sich einen genehmigte und zunächst einige Male genüsslich daran lutschte. Etwas strenger schauend, lehnte sich Albus in seinem ledernen Sessel zurück und fragte, wie er es während Harrys zweitem Schuljahr schon einmal getan hatte. »Harry, hast du mir etwas zu sagen?« Jetzt hielt ihn nichts mehr. Und freundlich bleibend, holte Harry etwas aus. »Ja, hab ich.« Albus zog die Augenbrauen in die Höhe und Harry begann daraufhin zu erklären. »Es macht mir Angst, dass Sie von mir denken, ich hätte das Potenzial, zu einem dunklen Lord zu werden. Es hat mich traurig gemacht, dass Sie mit anderen Menschen darüber diskutiert haben, ohne mich auch nur ein einziges Mal mit Ihren Bedenken zu konfrontieren.« Albus senkte den Blick, doch Harry fügte noch an. »Und ich fand es mehr als nur ungehörig, mich und meine Freunde von Hauselfen ausspionieren zu lassen, Albus.« Harry seufzte einmal und ging kurz in sich, bevor er betroffen erklärte. »Ich mag eine hochentwickelte Magie innehaben, aber das allein macht mich nicht bösartig. Ich habe kein Verlangen, Voldemort nachzueifern. Wozu auch? Ich habe andere Pläne, Albus.« Albus überlegte einen winzigen Moment, bevor er mit ruhiger Stimme fragte. »Was sind deine Bestrebungen, Harry? Wie siehst du deine Zukunft?« »Meine Zukunft?« wiederholte Harry laut, bevor er erwiderte. »Das ist leicht. Ich sehe Ginny und Nicholas an meiner Seite. Wir sind eine Familie, haben ein hübsches Haus, immer viele Freunde zu Besuch und hoffentlich bald noch mehr Kinder.« Ohne es unterdrücken zu können, formte sich ein zufriedenes Lächeln auf seinem Gesicht. Albus hingegen blieb recht nüchtern und wollte mit skeptischem Gesichtsausdruck wissen, »Würde dich das wirklich zufriedenstellen? Das sind sehr bescheidene Aussichten für dein künftiges Leben, mein Junge.« Ungläubig fragte Harry, »Sie finden es tatsächlich bescheiden, nach dem größten Glück zu streben, das diese Welt zu bieten hat?
Weil Albus ihn mit in Falten gelegter Stirn anblickte, erklärte Harry mit Sehnsucht in der Stimme: Das, was ich niemals bewusst erleben durfte, das möchte ich für mich selbst nachholen, Albus. Familienglück. Ich möchte eine eigene Familie mein nennen dürfen. Die Frau, die ich liebe und die mich genauso liebt, die soll mich durch mein Leben begleiten, wie ich sie durch ihres begleiten werde. Voller Freude malte Harry sich aus. Ich möchte viele Kinder mit ihr haben. Ich möchte mit ihnen auf dem Besen herumfliegen, mit ihnen Sandburgen bauen, Steinchen auf den See springen lassen und ich möchte mit Ginny hunderte von romantischen Abendessen bei Kerzenschein nachholen. Dazu vielleicht etwas Kammermusik. Er schmunzelte. Wenn ich mich Ginny gegenüber durchsetzen kann, mal nicht die Schwestern des Schicksals zu hören. Er hatte Albus mundtot gemacht, denn der ältere Zauberer blickte vor sich auf seinen Schreibtisch und schien in Gedanken und Erinnerungen verloren. Harrys Herz raste, aber nicht, weil er die Unterhaltung mit Albus fürchtete, sondern weil er sich seine Zukunft mit Ginny während seiner Erzählung so bildhaft vorgestellt hatte, dass er jetzt nichts mehr anderes wollte, als zu ihr zu eilen, um zu fragen, ob sie beide später noch mehr Kinder zusammen haben wollten. Endlich hatte der Direktor seine Sprache wiedergefunden und Harry erschrak, als sich das erste Mal hörbar das hohe Alter in Albus' Stimme niederschlug, als der leise und schwächlich sagte: Ich habe dich völlig falsch eingeschätzt, Harry. Ich dachte, nachdem du Voldemort besiegt hattest, dass dir allein der Gedanke daran, nun selbst der mächtigste Zauberer zu sein, womöglich zu Kopf steigen würde, dass der aufgestaute Hass in dir... Harry unterbrach mit warmer Stimme und versicherte: Albus, da ist kein Hass in mir. Der Einzige, für den ich einmal Hass empfunden habe, der ist nun tot. Wie kann man jemanden nicht hassen, der einen zur Weise gemacht hat? Aber am Ende war es längst kein Hass mehr, sondern ich habe ihn bemitleidet. Mir ist klar geworden, dass ich so viel mehr hatte, als er jemals gehabt hatte. Ich hatte Freunde. Ich durfte lieben. Und Voldemort hatte nie so etwas erfahren dürfen. Irgendwann habe ich geglaubt, es wäre nachvollziehbar, dass er so bösartig geworden ist, dass er vielleicht anders geworden wäre, wenn er solch eine Bereicherung im Leben gefunden hätte. Einen Moment lang suchte Harry die richtigen Worte, denn es war sehr schwer für ihn, das zu beschreiben, was er im Innersten seines Selbst fühlte. Seine Gefühle waren schon lange Zeit so überwältigend, dass sie nicht zu erklären waren. Aber er versuchte es, indem er sagte: Was ich seit Voldemorts Tod spüre, das sind alles nur gute Gefühle. In mir hat sich alles eingependelt. Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich bin ausgeglichen. Ich fühle mich befreit von allem Schlechten. Harry bemerkte, wie die blauen Augen des Direktors mehrmals hintereinander blinzelten. Vielleicht, um aufkommende Tränen zurückzuhalten? Doch Harry war noch nicht fertig und schilderte: In dem Moment, in dem Voldemort starb, er fasste sich an die Stirn, kribbelte meine Narbe, als würde sich etwas aus ihr lösen. Harry ließ die Hand zurück in seinen Schoß fallen und sagte: Und dann, als das Kribbeln weg war, da war ich zufrieden. Einfach nur zufrieden. Harry legte dieselbe Hand auf seine Brust. Und sorglos. Verspürte weder Kummer noch Hass. Ich fühlte mich zum ersten Mal frei, Albus. Mit einem übergroßen Stofftaschentuch, welches der Direktor möglicherweise einmal von Hagrid geschenkt bekommen hatte, tupfte dieser sich die Augen trocken, bevor er einmal laut seufzte. Albus stand auf und ging um den Tisch herum, um sich vor Harry zu stellen, damit er ihm direkt in die Augen sehen konnte. Die ungewohnt betroffen klingende, leise Stimme des Direktors fragte voller Reue: Kannst du einem alten Narren verzeihen, der geglaubt hat, du würdest, wie einst er selbst, dem Übermut und der Herrschsucht verfallen und nach höherem streben zu wollen?
Erst jetzt ahnte Harry, dass Albus damals nach dem Sieg über Grindelwald selbst beinahe den dunklen Künsten verfallen sein musste und es ihm daher plausibel erschien, dass jeder Mensch, der einen mächtigen Schwarzmagier zur Strecke gebracht hatte, einen gefährlich schmalen Pfad zwischen Gut und Böse entlang wandelte. Schon an Harrys Augen konnte Albus erkennen, dass ihm die Vergebung gewiss war. Aber noch viel schöner war es, als Harry aufstand und sich ihm näherte. Mit jedem Schritt, der den Abstand zwischen ihm und Harry verringerte, spürte der alte Zauberer am eigenen Leib genau jene überwältigenden Gefühle, von denen Harry zuvor gesprochen hatte. Sie schienen fühlbar von ihm auszustrahlen. Der junge Mann lächelte ihn an und nickte zuversichtlich, bevor er seine Arme um den Direktor legte, der die Geste herzlich willkommen hieß und sie erwiderte. Das Einzige, was er in diesem Moment mit Harry in Verbindung bringen konnte, war nichts anderes als Liebe. Harrys magische Kräfte schienen vollends aus ihr zu bestehen. Sie umschloss Albus und er fühlte, wie sie auf ihn übersprang, wie ein kleiner Funken, der ein großes Feuer zu entzünden vermochte, um ihn ebenso zu erfüllen. Unverkennbar stellte Harry einen sehr mächtigen Zauberer dar, denn die älteste Magie der Welt wurde ihm bereits von seiner Mutter ins Herz gepflanzt und sie war nach Voldemorts Tod üppig erblüht. Albus ließ von Harry ab und bedeutete ihm, auf der Couch Platz zu nehmen, sodass sie beide nebeneinander sitzen konnten. Einmal tief durchatmend legte Albus eine Hand auf Harrys Unterarm, bevor er mit freundlicher Stimme fragte, obwohl er die Antwort zu kennen schien. »Weißt du eigentlich, wie du Voldemort vernichten konntest?« Auf diese Frage hin konnte Harry nur sachte mit dem Kopf schütteln. Er hatte sich all die Jahre nach Albus Tod von anderen Menschen unterrichten lassen und sich in Bereichen, in denen er keine Unterstützung erhalten hatte, wie beispielsweise in Occlumentic, als Autodidakt versucht. Alles, was ihm im Kampf gegen Voldemort hätte nützlich sein können, hatte er sich angeeignet. Aber der wortlose Zauber, mit dem er Voldemort letztendlich den Todesstoß versetzt hatte, war ihm völlig unbekannt gewesen. Er war sich nicht einmal mehr sicher, ob er überhaupt einen wortlosen Zauber angewandt oder ob er lediglich seinen Stab auf Voldemort gerichtet hatte. Die Hand auf Harrys Unterarm drückte einmal zu, als Albus erklärte. »Liebe, Harry, ist eine der mächtigsten Kräfte dieser Welt, wie du weißt. Sie kann Leben retten, so wie die Liebe deiner Mutter dich vor dem sicheren Tod bewahrt hatte. Sie kann aber auch ein anderes Gesicht zeigen. Was sie anrichten kann, haben viele Menschen, Muggel, ebenso wie auch Zauberer und Hexen, schon einmal am eigenen Leib erfahren müssen. Sie ist nicht immer beflügelt und zauberhaft. Sie kann genauso gut herzlos und grausam sein, verwirren und vernichten.« Harry hörte sehr aufmerksam zu, ohne den Direktor zu unterbrechen. »Manch einer kann ohne sie nicht sein, andere hingegen erleiden Pein und Vergehen an ihr. Prinzipiell ist Liebe aber eine erfrischende, tugendhafte Macht. Es war jedoch ihr zweites Gesicht, das dich dazu befähigt hatte, Voldemort zu vernichten. Denn für ihn war diese Waffe, auch wenn er seit Lilys Tod von ihrer zerstörerischen Kraft wusste, noch immer so fremdartig, dass er sich gegen die Tücken, die sie innehaben kann, nicht zu wehren wusste.« Die Worte musste Harry zunächst in sich aufnehmen und Albus ließ ihm viel Zeit, um alles zu verstehen. Flüsternd, weil Harry sich nicht ganz sicher war, wiederholte er in Kurzform: »Ich habe Voldemort mit Liebe bekämpft und gesiegt, weil er sich dagegen nicht zu wehren wusste?« »So ist es, Harry«, stimmte Albus nickend zu. »Er hatte dich ja nicht nur mit einer Narbe gezeichnet, sondern damit auch eine Verbindung zu dir aufgebaut, wie du weißt. Ich vermute, aber genau kann ich es nicht sagen,
dass diese geistige Verbindung zu dir sein Ende beschleunigt hat. Denn durch die Narbe ist deine Macht in ihn übergegangen, und sie hat ihn von innen heraus zerstört, weil er sie nicht verkraften konnte. Der Direktor legte erneut eine kleine Pause ein, damit Harry alles in sich aufnehmen konnte. Aber ich frage mich, was der Auslöser gewesen sein mag, so dass die größte Stärke in dir ihre volle Kraft entwickeln konnte. Kannst du mir das sagen? Fragte Albus. Ein kurzes Heben und Senken der Schultern war die erste Antwort, bevor Harrys Versuch einer Erklärung folgte. Das ging alles so schnell. Als ich sie plötzlich an meiner Seite gesehen habe, Albus, da war ich so glücklich darüber, dass sie am Leben waren, dass ich Voldemort beinahe vergessen hätte, weil ich zu ihnen gehen wollte, um sie zu umarmen. Aufgrund von Harrys Worten lächelte Albus und das lebendige Zwinkern der hellen Augen erlebte einen Höhepunkt. Harry musste ebenfalls lächeln, als er erklärte: Und dann war plötzlich noch Severus da und sie beide haben Voldemort mit Flüchen bombardiert. Es war so erleichternd zu wissen, dass Severus die ganze Zeit über wirklich auf unserer Seite gestanden hatte und dass sie wieder da waren. Dass sich irgendwas in mir geregt hat. Da ist etwas in mir erwacht. Und es war so stark, dass ich einfach wusste, wenn ich jetzt meinen Zauberstab auf Voldemort richte, dann wird alles Schlimme auch endlich vorbei sein. Und das habe ich dann gemacht. Nach dem Sieg über Voldemort hatte Albus befürchtet, dass Harrys besondere Kraft sich in der zukünftigen Entwicklung nicht von seiner besten Seite zeigen würde. Reumütig gestand Albus: Meine Bedenken dir gegenüber lagen darin zu glauben, dass die verdorbene Beschaffenheit deiner größten Stärke sich in den Vordergrund drängt und alles Gute und Anständige beiseite schieben würde. Ich habe befürchtet, dass Voldemort die Verbindung durch die Narbe genutzt haben könnte, dir im Augenblick des Todes seinen Hass einzuflößen. Denn das, Harry, ist mir damals widerfahren. Doch ich habe mich in dir geirrt, mein Junge. Harry blickte ihn mit großen Augen an, so dass Albus seufzte und erklärte: Weißt du, Harry, ich selbst hatte nach meinem Sieg über Grindelwald bereits einen verheerenden Pfad eingeschlagen, der immer dunkler und dunkler geworden war, je länger ich auf ihm wandelte. Als kein anderer den Mut gefunden hatte, war es einzig Mr. Ollivander, der die Courage besessen hatte, mich auf die Veränderung meines Wesens hinzuweisen. Und nicht nur das. Er bot mir die Stirn und zerbrach während einer Auseinandersetzung meinen Zauberstab, den ich selbst als Schüler einst bei ihm erworben hatte. Diese Neuigkeiten überraschten Harry, obwohl er Ähnliches bereits vermutet hatte. Ihm fiel nichts ein, das er entgegnen könnte, und so beugte er sich einfach vor und umarmte Albus erneut. Harry war glücklich, dass Albus so offen mit ihm gesprochen hatte. In seinem Ohr hörte Harry plötzlich die geflüsterten und bittenden Worte: Ihr dürft Severus nicht aufgeben. Nur ihr könnt ihm helfen, Harry. Abrupt löste Harry die Umarmung, aber seine Hände verweilten auf Albus' Oberarm. Er blickte den Direktor fragend an, doch bevor er den Mund aufmachen konnte, schüttelte Albus leicht den Kopf und erklärte: Ich habe es versprochen, Harry. Ich kann dir leider gar nichts sagen, aber ihr seid schon dicht dran. Lasst das bisschen Zuversicht in seiner Brust nicht erkalten. Gebt ihn nicht auf, bitte. Mit einem Nicken versicherte er dem Direktor, dass sie sich weiterhin um Severus kümmern würden, obwohl er sich natürlich fragte, was Albus alles wusste. Bevor Harry sich verabschiedete, fragte er noch einmal: Albus, wo ist Fox? Mit Wehmut in der Stimme antwortete dieser: Fox hat mich verlassen, Harry. Ich hätte schon aufwachen müssen, als Minerva sich von mir abwandte. Aber erst Fox' Verlust konnte mir die Augen öffnen. Es stimmte Harry traurig, dass erst das Verschwinden des Vogels Albus gezeigt hatte, wie unrecht er gehandelt hatte. Vielleicht kommt Fox ja wieder.
sagte Harry lächelnd, denn er hoffte es wirklich. Fawkes und Albus gehörten einfach zusammen. Der erste Weg nach seinem erleichterten Gespräch mit Albus führte Harry in den Krankenflügel, wo er Ginny, die gerade am Fenster stand, von hinten umarmte und er sie enthusiastisch fragte: Ginny, hältst du es für möglich, dass wir später noch weitere Kinder haben werden? In seinen Armen drehte sie sich, sodass sie ihn ansehen konnte, bevor sie verdutzt erwiderte: Natürlich, aber wirklich erst später, Harry. Nikolas ist nicht einmal eine Woche alt. Mit einem breiten Lächeln und einem Kuss auf die Stirn bedankte sich Harry bei ihr für die erhoffte Aussage, bevor er zum Kinderbettchen hinüberging und hineinschaute. Nikolas schlief, und Harry beobachtete für einen Moment, wie sich die kleinen Augen hinter den geschlossenen Lidern hin und her bewegten. Er träumt, sagte Harry ganz leise und klang dabei selbst ganz verträumt. Nachdem er sich von Ginny mit einem leidenschaftlichen Kuss verabschiedet hatte, der dazu noch von Poppy unterbrochen worden war, eilte er in sein Zimmer hinunter, um die wenigen Stunden bis zur Zeremonie und dem Festmahl mit einem Prickeln im Bauch und Wobbles beruhigenden Worten abzuwarten. In den Kerkern führte Severus seine Schülerin in ihr Quartier. Es war nicht weit entfernt von seinen privaten Räumen und seinem Privatbüro, was sie zu begrüßen schienen. Doch es war ihm nicht entfallen, dass Miss Granger das Gesicht verzogen hatte, nachdem sie einen Schritt in das Zimmer tat. Fällt Ihnen der Raum, Miss Granger? Fragte er ungewohnt unsicher. Naja, ich kann wohl in den Kerkern kaum mit viel Sonnenlicht rechnen. Immerhin liegt hinter diesen dicken Mauern der See. Sie schlug mit der flachen Hand gegen die Steinwand. Aber... Sie hielt inne, weshalb Severus nachhalf, indem er wiederholte. Aber? Miss Granger seufzte, doch sie erwiderte ehrlich. Ich dachte eigentlich, mit Quartier wäre nicht nur ein Arbeitszimmer gemeint. Severus stutzte. Wollte Miss Granger etwa in Hogwarts wohnen? Sollte er sie das fragen? Was, wenn er sie missverstanden hatte und sie ihn wegen seiner Fehlinterpretation auslachen würde? Ganz schnell wurde er sich jedoch darüber bewusst, dass sie ihn noch nie wegen irgendwas ausgelacht hatte und es sicherlich auch nicht tun würde, so dass er seinen Mut zusammennahm und fragte: Spielen Sie mit dem Gedanken, Ihren Wohnsitz nach Hogwarts zu verlegen? Er hörte sie laut schlucken, doch letztlich hatte er ins Schwarze getroffen, denn mit einem Nicken beantwortete sie ihm seine Frage. Das ließe sich einrichten, Miss Granger. Auf der anderen Seite meiner Unterkunft liegen ähnlich große Räumlichkeiten wie die meinen, die jedoch noch nicht von den Hauselfen hergerichtet worden sind. Die könnten Sie beziehen, wenn Sie möchten. Oh, ja, zeigen Sie sie mir? Fragte sie unverhofft enthusiastisch. Wie ich bereits sagte, sind die Räume nicht hergerichtet. Ich gehe davon aus, dass sie mit Doxys verseucht sind und momentan als Unterschlupf für allerhand Ungeziefer dienen und... Zeigen Sie sie mir trotzdem? Fragte sie erneut. Er nickte und bat sie mit einer Geste seiner Hand aus dem Raum hinaus, um wieder an seinen Räumen vorbei bis zu der anderen Unterkunft zu gehen, die sie sehen wollte. Dort angekommen, entriegelte er mit Hilfe eines Zauberstabes die Tür, die sich nur unter lautem Ächzen und Stöhnen öffnen ließ. Sie ging einige Schritte hinein, sodass sie noch in dem spärlichen Schein der Fackel standen, die vom Gang her etwas in dem Raum hineinleuchteten. Hier drinnen war es stockfinster. Doch Severus schuf Abhilfe, indem er sämtliche Fackeln, Öllampen und Kerzen mit einem einzigen Zauberspruch entflammte. Igitt! Schrie Hermine beim Anblick der vielen schwarzen Käfer, die sich aufgrund des plötzlichen Lichts in sämtliche Löcher zurückzogen. Sie war mit einem Schritt zurückgewichen und mit ihrem Rücken an Severus' Brust gestoßen. Tut mir leid, ich glaube, ich lasse das doch lieber die Hauselfen machen. Ich dachte erst, ich könnte hier allein etwas Ordnung... Igitt! Sagte sie erneut, als wieder etwas Schwarzes den Boden entlang kroch und in einer Ritze verschwand. Lassen Sie uns gehen, ja? Bat sie eindringlich. Zurück in seinem privaten Büro rief er einen Hauselfen und forderte,
dass die großen Räumlichkeiten neben den Seinen für seine Schülerin hergerichtet werden sollten, was der Elf mit einem Kopfnicken bestätigte, bevor er verschwand. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.